Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Hot Pursuit. Ich bin Scream und wir sind gerade mitten im Rennen und wurden gerade... Nein, wir wurden nicht gerammt, sondern wir sind in ein Zivilfahrzeug gefahren. Und jetzt machen wir dich kaputt. Nicht ganz. Aber jetzt. Ja, jetzt bist du kaputt. Boom! Oder Booyah-Chaka. Hä, wir sind Vierter? Jetzt bräuchten wir Turbo, aber das haben wir leider noch nicht freigeschaltet. Und Zweiter. Und Erster können wir nicht mehr werden, aber wir können auch EMP anmachen. Auch wenn es nichts mehr bringt. Shock and Awe? Wird das so ausgesprochen? Ich glaube schon. Eine neue Belohnung. Einen neuen Wagen erhalten. Bei den Aston Martin DBS Volant. Ja, Volant. Oder so. Das Erlebnis offenen Fahrens. Trifft auf dem... zu langsam gelesen. So. Ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit Rasa. Hetzjagd. Ah, okay, Hetzjagd. Jetzt weiß ich wieder. Da sind wir, glaube ich, alleine. Immer umgesprüht. Zack. Da sind wir, glaube ich, alleine und wir werden von ganz vielen Cops verfolgt. Und das ist schon schwierig. Weil die rammen dich ja auch immer von hinten und ja, da kannst du schon schnell mal die Spur verlieren. Aber zum Glück haben wir ein paar Nagelbände. Stronger. Mit Weekend. Da ich die Musik kaum höre, ist es eigentlich egal, was ich anmache. Ich weiß nicht, ob ihr die Musik hört. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich meinen Kopfhörer so leise gemacht habe. Ich weiß es nicht. Weil vorhin war mir die Musik ein bisschen zu laut. Wow, 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 wow. Wenn ich so durch eine Kurve fahren würde, in der Fahrschule, würde mich mein Fahrlehrer killen. Ich hatte zwar noch keine erste Fahrstunde, aber so darf ich wahrscheinlich nicht da durchfahren. Sonst würde er gleich sagen, tja, du bist leider unbelehrbar. Bitte verlasse meine Fahrschule. Oder irgendwie sowas. Ja. Nein, ich halte nicht an. Warum sollte ich... Und das meine ich nämlich, das nervt tierisch, wenn man hier fährt. Wir haben ja Nagelbänder und damit können wir auch versuchen, die irgendwie auf Abstand zu halten. Wenn wir denn auch treffen würden, ne? Nein, ich stoppe das Fahrzeug nicht. Nein, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Meine Güte, ach so, der hat sich selber zerstört. Wenn er will. So. Da genau hinter uns ist noch einer. Der hat uns jetzt einen mitgegeben. Aber das war jetzt kein so schlimmer Hit. Ah, der war schon ein bisschen heftiger. Obwohl unser Auto den gar nicht allzu heftig empfunden hat. Aber ich finde eben dieses Wegschieben schlimmer, als wenn man so einen Schlag kriegt. Ja, ich bin so blöd. Ich darf ich nur in den Rückspiegel gucken. Immer nur in den Rückspiegel gucken und nicht nach vorne. Das ist problematisch, sagen wir es mal so. So. Jetzt ist erstmal keiner hinter uns. Jetzt können wir ein bisschen Gas geben. Und hoffen, dass keiner mehr kommt. Und dann... Na, Gold. Weiß ich nicht, ob wir das noch schaffen. Ich versuch's natürlich. 10 Sekunden. 700 Meter. Das wird knapp. Das wird knapp. Das wird sehr knapp.
Ah, nee, nicht mehr. Schade, schade. Eine Sekunde und 40 Millisekunden. Das war schon sehr knapp und ziemlich ärgerlich. So, neue Serie verfügbar. Welche Serie denn? Oh, und wie immer finde ich die Musik von EA super, super genial. Also man kann sagen, was man will gegen den Konzern, aber die Musik, die sie für die Spiele aussuchen, die sind eigentlich immer richtig gut. Also das merke ich vor allem bei den Sportspielen. Also ich finde die richtig gut. Und auch hier bei den Rennspielen sind die eigentlich immer passend. So immer schnellere Musik, wo du auch richtig zu fahren kannst, und die Musik, die fordert dich irgendwie heraus, gut zu fahren. Finde ich. Also ich weiß nicht warum, aber ist eigentlich so. Da macht es gleich doppelt Spaß, den Highway bzw. die Straße runter zu brettern. So. Ach so, wir müssen ein Rennen starten. Gut. Ich habe mir nämlich vorher gar nicht angeguckt, was wir da machen. Dann ist das wohl ein Hot Pursuit Rennen. Und da war wieder ein Lag. Ah. Zack. Schon ziemlich viel von der Energie weggenommen. Ich finde es schwieriger, die zu rammen, als dieses EMP oder was weiß ich abzuschießen. Obwohl es eigentlich einfacher sein sollte, die zu rammen. Also meiner Meinung nach. Und dass es schwieriger sein sollte, die mit EMP abzuschießen. Oder was weiß ich. So, den da vorne, den krallen wir uns jetzt. Wenn ich den nicht wieder verfehle. Ah. Ach, wir haben gar keine Nagelbänder. Ich wollte eigentlich gerade ein Nagelband nach hinten abwerfen. Weil wir gerade zwei hinter uns haben. Ne, drei. Ne, zwei. Zwei war schon richtig. Jetzt drei. Dann machen wir eben EMP. Und dann ist der auch weg. Zack, EMP gestellt. Und wir haben 6-mal EMP, 4-mal Straßensperre. Ja, dann nutzen wir doch gleich mal die Straßensperre. Oh, verdammt. Bumm. Oh, gleich zwei reingefahren. Und den einen habe ich sogar noch erwischt. Ja, okay. Jetzt kommt man ein bisschen ran. Oh. Warum versuchen die mich eigentlich nicht zu crashen? Oder zu... Ja doch, zu crashen. Ah. Die Autos kommen immer so unerwartet. Fährst du mit 300 über die Straße und dann kommt auf einmal ein Auto. Wisst ihr, was mich mal interessieren würde? Ob die Bremswege hier in dem Spiel auch realitätsnah sind. Weil du kannst die Bremswege ja theoretisch nach einer Formel ausrechnen. Oh, Belobigung erhalten. Und dann könnte man ja mal ausrechnen, ja, stimmt das wirklich? Oder ist das nur... Wow, das war ein harter Hit.